Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, heute haben wir zwei Quests, die wir definitiv hoffentlich machen werden. Einmal Introduction, genau die Jägermessage finden und wir haben noch was anderes auf Woods und zwar die Search Mission, das USIC Camp und den Konvoi. Da sind wir öfter schon hingelatscht, nur diesmal zählt's. So, wir sind gerüstet, Woods und ab geht's. Hoffe ich zumindest, dass es abgeht. Hoffentlich haben wir jetzt einen guten Spawn. Ich würde mir wünschen, näher am USIC Camp zu sein als an Jäger. Wir sind irgendwo. Nähe Scav Bunker, denke ich. Ah, das ist Scav. Ah, das ist Scav Haus, okay. Dann nicht Nähe Scav Bunker, Nähe Outskirts. Outskirts ist da hinten. Scav Haus ist da. Ah, trotzdem gar nicht so schlecht gelegen, weil dann kommen wir zuerst ins User Camp und die Jägermessage, da müssen wir halt hinlaufen. Ah, der Vorteil ist, das ist dann relativ nah an unserem Exit und wir müssen die Message halt lebendig rauskriegen, um Jäger freizuschalten. Deswegen aufpassen auf Minen. Deswegen ist es doch ein ganz okayer Spawn. Geht schon wieder ein bisschen was ab. Oh, ich achte echt auf der Map, nicht auf meine Ausdauer. Ich höre ihn aber schon wieder keuchen und schnäufen, so wie ich, wenn ich Treppen hochlaufe. Zumindest wenn es ein paar zu viele sind. Direkt hinter dem Steinhaufen ist dann ZB014. Wisst ihr auch Bescheid? Sollt ja eure Map-Kenntnis hier auch mit mir verbessern. Auf Woods. Und auf Woods kann ich euch zumindest das ein oder andere noch beibringen. Kenn jeden Baum hier, Mann. Jeden einzelnen Baum. Nee, so viel nicht, aber hunderte Stunden auf der Map verbracht. Verdient man sich halt eine goldene Nase. Oder ein blutiges Gesicht, weil man so oft erschossen wird. So, USIC Camp voraus in halben Kilometer. Nur aufpassen, dass wir hier nicht von rechts oder links erschossen werden. Nicht zu früh nach links ziehen. Bis zu dem Teil sind, glaube ich, hier noch Minen auf der Straße. Das heißt, erst ab dem irgendwie auf die Straße ziehen. Beziehungsweise ab hier ist in Ordnung. Da hinten gibt es auch einen Stash. Je nachdem, ob er spawnt oder nicht. Aber wie gesagt, die Straße nicht bis runter gehen, sonst fliegt man in die Luft. Mit Ansage. So, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ach, ich merke wieder, dass wir relativ schwer unterwegs sind. Da regeneriert er selbstverständlich ein bisschen langsamer. Der arme Kerl muss mal seit langer Zeit wieder ordentlich was schleppen. So. Na, sieht soweit in Ordnung aus. Ich würde auch sagen, diese Laufpassagen muss ich eigentlich schon skippen. Da schauen wir mal. Generell bin ich eher am Überlegen, wie ich die Episoden mache. Weil so reine Loot-Runs, ja, ist vielleicht interessant, den Loot und die Spots zu sehen, aber. Gute Kopfhörer. Also das Rumgelaufe muss ich euch ja nicht antun. Wenn es was Spannendes gibt, wenn ich erschossen werde oder auf jemanden schieße, dann werde ich das halt relativ gut zusammencutten. Aber hier diese ganzen Laufsequenzen, muss ich mal, was ich sage, auch drauf scheißen, was ich sage und das einfach cutten. Ja, vielleicht das noch nicht, aber jetzt mit Ansage, dass halt das Rumgelaufe bisschen entweder in so einem Zeitraffer abläuft. Je nachdem, wie lange das dauert, ist es halt auch ein bisschen nerviger. Oder ob ich einfach direkt eine Blende mache zu dem, wo wir hin wollten, falls nichts passiert ist. Also ist ja hier aufgeploppt, das ist klar. Music Camp entdeckt. Xeno Spray brauchen wir nicht. T-Plug brauchen wir auch nicht. FMJ, Luger nehme ich mit.
Mag ich eigentlich. CBJ kenne ich nicht. SS-190 schieße ich selten mit einer Waffe, die das braucht. Boss XE, irgendein Magazin halt. Quakemaker ist glaube ich nicht so gut. Ach, nee, okay. Doch, Reflex Sight. Können wir aber ablegen. Ein Idea-Rig, eine IKEA-Tüte, die wir uns anziehen können. Eine SKS wäre drin gewesen, aber scheiß drauf. Hier liegt echt nichts. Oh, Schritte. War ich das? Glaub ich was. Schnell weg hier. Zum Konvoi. Und dann zu Jäger. Hey. Na, kurz hier hinten schauen. Wer weiß, ob hier mal eine M4-1 liegt. Nö. Na, shit, ins Zelt. Da liegen ja immer Wertgegenstände. Also nicht immer, aber immer öfter. Zucker. Habe ich hier, glaube ich, auch noch nie gefunden. Oh, nicht schon wieder so eine Scheißkatze behalte. Was haben wir hier? So, ich. M62, her damit. Ah, Schock. Ich bin schockiert. Meine Gegner auch, wenn ich die mit der Munition treffe. Also hier links sind auch überall Minen. So viel Minen. Vielleicht haben wir hier noch M80. Das ist ja ein Paradies für Waffen. Ein Raptor Multifunktions Lasergedöns. So, dann haben wir hier was? Wodka zum Desinfizieren. Saliva, ich glaub's ja nicht. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Können wir mal jetzt noch mit rausbringen. So, ansonsten ja, Bandage. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Also nicht jetzt, generell schon. So, dann müssen wir einfach nur zum Konvoi, der hier rechts ist, und dann zum abgestürzten Flugzeug. Und dann nichts wie raus hier. Haben schon wieder so viel wertvolle Quest-Items dabei mit dem Saliva. Früher wäre ich direkt nur damit langsam Richtung Ausgang gewackelt, weil die echt teilweise schwer zu finden waren. Also hier ist ein Konvoi. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Liegt was drauf? Ein bisschen Käse liegt da. Hier liegt nichts. Will Prepper, dass ich noch was mache. Tasks. Ah, Survive in Extract, ja gut. Das ist jetzt irgendwie klar gewesen. So, das Flugzeug ist. Da ist ungefähr das Geth Village und dann gehen wir nach rechts. Beziehungsweise, wenn man vom Vehicle Exit steht, einfach stringent geradeaus. Vehicle Exit ist da beim Geth Village. Und dann einfach geradeaus. Dann findet man das Flugzeug. Und wir gehen jetzt links an dem Felsen vorbei, dann finden wir es auch. Tja, ein bisschen auf die Ausdauer achten. Die Beine tun weh, die Beine. Ja, ich werde wahrscheinlich das hier auch cutten. Aber wirklich auch cutten, weil was bringt so ein Zeitraffer? Ja, muss ich sehen, wie es in der Post-Production läuft. Da hat jemand aber Spaß beim Schießen. Es könnte der Boss sein. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wie viel Munition hat der arme Mann denn?
Sein Gegner hat jetzt auf jeden Fall mehr. Fuck. Damit müssen wir uns nicht anlegen. Das ist gerade nicht das Objective, die Skiffs zu jagen. So, Flugzeug voraus in nicht ganz unmittelbarer Entfernung. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Boah. Ist die an Munition verballern? Können wir nicht alle miteinander klarkommen und Sachen ausdiskutieren? Wieso müssen wir immer aufeinander schießen? Geradeaus, dann erwartet uns ein abgeschossenes Flugzeug und der Jägerstand mit seinem Klopapier, das wir einsammeln müssen. Und dann gehen wir raus bei Northern UN Roadblock. Flugzeug liegt irgendwo da vorne. Irgendwo, irgendwie, ist schwer zu übersehen. Wenn man mal... Ah, da liegt's. Da liegt's doch. Da liegt's relativ gut. Wir könnten auch ZB-16 verwenden, aber da... Das finde ich immer nur so ungefähr, das ist links von uns. Ich glaube, da sind wir mit dem Northern UN Roadblock besser bedient. So. Flugzeug. Und wir brauchen dann, passend zu Jäger, ein Jägerunterstand. Jägeraussichtsposten, was auch immer. Den da. Und da hat der Gute hier sein Klopapier zurückgelassen. Irgendwo hier unten. Da. Da ist sie. Und jetzt nichts wie raus. Northern UN Roadblock ist da. Weiter geht's. Schön das ganze Zeug abgeben. Und jetzt, was braucht man denn? Die Gas Analyzer, 3 Stück. So, also Saliva geht mal ab. Und den Rest haben wir in unserem komischen Inventar. Naja, complete. Wunderbar. Und wir haben Kompass bekommen. Der ist teilweise sinnvoll. Ja, da habe ich immer noch nicht den Saft gefunden. Ground Zero, machen wir gleich den Liquor Store. Alkoholladen und dann Production. Turn in. Und willkommen Jäger. Ja, ja, dankeschön. Acquaintance. Aha, der wollte die Isgras und ich hab schon 3 gesammelt. Instant Noodles, ach scheiße, nur einmal. Und wir brauchen Cans of Beef Stew, also wahrscheinlich ist das Tushonka, große Tushonkas. Da können wir mal auf Interchange gehen. Da findet man die eigentlich wie blöd. So, was haben wir hier? Kompass, wunderbar. Den stecke ich mir gleich in mein PMC rein. Und dann haben wir ja noch eine Message. Achso, nur von Jäger. Und von Mechanik. 30.000 Rubel. Der rollt aber so. Kompass, Kompass, Kompass. Ich weiß, ich nehme mir demnächst die Zeit, das hier aufzuräumen. Besser Kompass haben als kein Kompass haben. So, dann die wertvolle Munition erstmal auspacken. Das steckt man sonst wohin. Ist ja eh gerade unaufgeräumt, der ganze Haufen bei mir im Inventar.
dann schadet es auch nicht, wenn wir noch ein bisschen was drauf werfen. Also M62, die da. Wie gesagt, die 190er Doppel-S, keine Ahnung. Die Luger mag ich. Die hier verschieße ich kaum. Müsste ich mir mal anschauen, ob das überhaupt was taugt. Gibt da so nette Übersichtsseiten. Zucker kommt natürlich auch raus. So, wir müssen ein bisschen nachklicken. Aber nur ganz mini winzig bisschen, das war schon. 52 und 52. Ah, das soll Leber abgeben. Grad sage ich es noch. Turn in. Wunderbar. Ja, mit meinen XP. Und Operation Aquarius freigeschalten. Und Gas Analyzer. Erst ein, dann zwei. Na, die können wir auch selber herstellen. Ja, komm, wirf's auf den Haufen im Inventar. Dann lohnt sich's aufräumen irgendwann. So. Wir sind gerüstet, aber durstig. Dann fresse ich einmal Erbsen. Und dann trinken wäre das sinnvoll. Ihr könnt nochmal Erbsen fressen. Ich finde dem seinen Saft ja eh nicht. Ah, komm. Scheiß auf die Tagesquest. Ah. Ich dachte, Erbsen wären nasser und wässriger. So, nehmen wir mal den Rucksack mit. Was soll's? Markiert das zumindest. Ordnen. Beziehungsweise. Mal kurz. Ja, die Waffen. Eigentlich will ich hier nur gute Waffen reinmachen, aber jetzt sind sie mal aufgeräumt. Oh, die kann man auch verkaufen. MP7 nutzt mal irgendwann. Die müssen wir modden. Ja, die PP-Teile, die, damit kann ich nicht umgehen. Die kriegt Mechanik jetzt so gut wie geschenkt. Ah, für 12.000. Wo war die andere? Irgendwo hier unten. Nee, die andere PP, oder nimmt er die nicht? Doch, da. Wunderbar. Sieht man vor lauter Inventar. Aufgeräumt hat nix. Aufgeräumtheit nix. Kann schon nicht mehr reden. Vielleicht sollte ich den Whisky trinken, dann wird's eher besser. Ah, Mark of the Unheard, stimmt, das habe ich auch noch. Das ist ein Transmitter, wo Skeps mich weniger angreifen, aber wir selbst auch weniger Skeps abschießen können. Ja, das überlegt man noch. Bis zum nächsten Mal sag ich da noch ein bisschen was dazu. Also sieht aktuell so mittel aus. Wir haben 12 Survived, 7 Kills in Action. Worum es hier geht, ist mir zum einen um viel Geld anzusammeln. Aktuell ist unser Stash 12.673.000 wert. Das muss auf 1 Milliarde hoch mit der Zeit. Also hammer ordentlich was zu tun. Und währenddessen questen wir. So, was habe ich gesagt? Ground Zero. Ich wollte auf meine Tasks. Nicht von dem. Ah, ich bin teilweise verwirrt. Ground Zero. Und auf Factory müssen wir auch. Gab ja da das Rework. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das wird spannend. Also, Liquor Store. Mach mal. Mach mal sofort. Gleich findet man da auch was zu trinken. 13 Uhr, passt. So, dann wünsche ich mir natürlich wieder einen gescheiten Spawn. Wir müssen ungefähr auf die Mitte der Map. Also ist alles halbwegs Bescheid. Keine Ahnung, wo ich bin. Muss ich nach draußen gehen? Ich glaube beim Vehicle X. Nee. Da ist Nakatani. Der Nakatani Exit. Das heißt, wir müssen darüber. Ja, funktioniert doch annähernd mit der Orientierung jetzt wieder. Ground Zero ist aber auch nicht die größte Map. Das hilft natürlich. So, hier müssen wir noch nicht rein, theoretisch für den Liquor Store. Aber schauen wir mal, was es hier gibt. Ich glaube, vor mir ist eine Dose Tarkola. Können wir gleich saufen. Ah, Muzzle Break und SSP. Aber so wenig SSP. Gute Munition, teuer.
Teuer, teuer. Ja. Cola saufen, Cola saufen, Cola saufen. Ich Cola Bier gleich. Nee, dazu braucht man Bier. Ha, ich brauche jemanden, der mich erinnert, immer Granaten mitzunehmen. Ich mag Granaten eigentlich. Oh shit, rechts. Magen durchgeschossen, Magen durchgeschossen. Scheiße. Lauf! Nicht der beste Platz. Wo ist mein Käse? Kein Käse. Was machst du hinter der Couch? Okay. Wenn man da durchgeht. Wir haben kein medizinisches Item dabei, das uns wieder hochheilt. Aber das nenne ich mutig. Vielleicht finden wir ja eins. Das ist dämlich. Wo war die Erinnerung daran? Ja, schauen mal hier rum, ob wir was finden. Ah, der stöhnt jetzt halt die ganze Zeit. Magen ist durch. Obwohl, Magen können wir zurückholen. Ah, ein Schuss und der ist wieder weg. Verstehe ich gar nicht, warum die es ja eigentlich noch geschützt. Ich kann gerade auch nicht laufen, während der CMS verwendet. So, da ist ja gut. Schlimmste vorbei. Schlimmste vorbei. So, jetzt schauen wir mal. Irgendwo wird irgendwer doch ein wenig Medizin zumindest haben. Ist hier Propangastank. Gut zu wissen, dass die hier spawnen. Könnten wir eigentlich in die Gefängnisbrieftasche tun, obwohl. Naja. Finden wir wieder. So schwer sind die nicht zu finden. Alles gut bei dir? Ich habe den Magen repariert. Ich kann ihn leider gerade nicht hoch, ey. So was dick nicht ist, vergesse ich einfach Käse. So ein Käse. So, wer hat uns... Ist der noch da, der auf uns geschossen hat? Sehe nix. Und getriggert haben wir ihn gerade auch nicht. Und dieses ich sehe nix hat uns schon mal in die Bredouille geführt. So. Das können wir trinken. Und dann schauen wir vielleicht mal. Ah, jetzt geht's wieder. Dass ich das Visier umschalte. Theoretisch müssen wir einfach auf die andere Straßenseite. Also hier, da, da lang. So, ich sehe, dass ich nichts sehe. Ich würde sagen, der Weg ist frei. Ich kann mich natürlich auch irren. Das tue ich meistens. Ah, ich dachte, den Dude könnte man looten. Irgendwo noch eine Tasche? Tasche? Ja, gut. Ja, ja, wir trinken mal das, dieses krasse Wasser. Dann ist schon wieder halb so schlimm. Einfach nur nach links. Hier rechts haben wir, glaube ich, auf jeden Fall noch Taschen. Da schauen wir nochmal kurz nach. Also, falls sie spawnen, da ist eine. Eine einzelne Tasche. Komm schon. Nudeln. Und TT. Oh, ich mag die TTs nicht. Ich würde auch Schmerzmittel nehmen, dass er hier nicht so viel rumstöhnt. Das war nur laut. Ich dachte, irgendeine Tür hier kann man eintreten. Die war es offensichtlich nicht. Ich höre Schritte. Ich höre schon wieder Schritte. So, das hier ist der falsche Weg. Vielleicht findet man ja trotzdem was, was uns gefällt. Sieht nicht so aus. Hier gefällt mir gar nichts. Da ist eine Leiche. Mal wieder. Die Leiche.
Vielleicht hat der Hilf-Items dabei. Wahrscheinlich nicht. Die haben selten sowas. Lohnt sich. Na gut, geh mal zum Liquor Store. Hilft dir alles nichts. Hilft dir alles nichts. Willkommen zurück hier oben. Oh, jetzt höre ich aber in der Nähe die Schüsse da unten. Sehen wir was? Wissen wir, ob wir was sehen? Komm schon, da hinten. Da war gerade einer. Und einer schießt zumindest auf uns. Also, wissen wir zumindest, dass wir nicht allein sind. Ja, ist doch gut. Ihm ja. Komm jetzt Bescheid raus da hinten. Lauf! Lauf! Da ist ja einer. Jetzt ist da keiner mehr. Boah, rechts geht die Party ab, aber wir müssen da vorne hin. Irgendwo da soll der Liquor Store sein. Oder vielleicht noch ein Gebäude weiter. Lauf, Bitch! Lauf! Hier ist der unten. Ja, da war. So, dann klären wir hier, wie es im Fachjargon heißt. Nicht, dass wir wieder ein PMC übersehen. So, ich glaube, die Quest hat sich aktualisiert. Oh, Wein. Ja, jetzt haben wir die Weinflasche, mit der wir rauskommen müssen. Wäre die Frage, war das schon alles? War das schon alles? Ja, muss man nur rausbringen. Gut. Dann gehen wir raus. Nichts leichter ist das. Also nichts schwerer als das, aber wir versuchen es. Ich sehe. Also vorne müssten irgendwelche sein. Wir nehmen wieder den Vehicle Exit. Ich hoffe, ich habe noch genügend Moneten dabei. Komm, lauf. Du träges Stück. Du bist ja immer noch schneller als ich. Na, trotzdem. Scheiße. Oh. Muss ich im Zickzack wieder laufen? So, das sieht gut aus. Scheiße, Ausdauer ist aus. Deswegen heißt es so. Na, wer sagt denn? Wieder eine Flasche mit rausgebracht. Damit meine ich natürlich mich selber. Und den Wein haben wir auch. So, Charakter, Trader, Prepper. Rein damit. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Background Check, dazu muss man auf Customs. Ja, den Fuel Tinker Key haben wir schon. Und die Pocket Watch braucht man. Sehr gut. Und natürlich Quest Rewards. Ah, einfach auf den Haufen. So, als nächstes räume ich hier mal das, was ich hier Stash nenne, auf. Das mache ich im sehr schnellen Zeitraffer. Und dann geht's auf Customs. Na gut, sieht noch nicht ordentlich aus, aber aufgeräumter. So, ein bisschen was vergessen. Der Rucksack kommt erstmal wieder nach unten. Den ganz tief drin brauchen wir aber jetzt. Genau, Munition sieht gut aus. Und die Nudeln vergessen, die können wir direkt abgeben. Ich glaube, Jäger wollte die. Tasks, genau. Wunderbar. Und jetzt braucht man noch Truschonkas, aber... Wir gehen erstmal auf Customs, Customs, Customs. Water Stockpile hidden inside the dorms on Customs.
Glaub, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Das ist irgendwie Dorms 213, 113, keine Ahnung mehr. Und das ist, glaub, in einem Truck. Müsste man eigentlich rankommen. Oh, da habe ich natürlich vergessen, die M62 reinzustecken. Keine Ahnung, warum das mit dem Stacken gerade so komisch funktioniert. Wir nehmen ein vollständiges Affak mit, dann können wir uns tatsächlich heilen. Die Pistole, scheiße, die nehme ich nicht mit. Oh, lass mal die Pistole mal stecken. Und zwar hier drin. Irgendwas wollte ich noch. Vielleicht machen wir die Anhört doch rein. Radiotransmitter, bla bla bla. Also wir müssen weniger Skeffs töten. Granate, auch ganz wichtig. Und die Skeffs werden uns im Gegenzug auch weniger töten. So, den Machine Key brauchen wir, glaube ich, jetzt für den Truck. Und dann sind wir gerüstet. Auf nach Customs. Jo, wo sind wir? Oh, direkt hier. Ich weiß, das ist immer eine super Aussage. Vor uns ist ein wertvolles Gebäude. Das wollen wir erstmal plündern. Und der Truck ist ganz weit hinter uns. Hier ist da in der Nähe von Skeleton. Oh, schauen wir erstmal. Hier sind öfter grüne Batterien zu finden. Ein Splint brauche ich nicht. Boah, wieso leckt das Analgin? Sieht aus wie ein Magazin. Ich sehe leider hier nicht gescheit. Das ist echt dunkel. Oh, die Waffe hat Laser und Licht. Tja, hätten wir das mal vorher gewusst. Jetzt wissen wir es ja. Was ist hier drin? 7N40 kenne ich gar nicht so. Ich glaube nicht die beste Munition. Kann mich irren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. So, hier oben soll es noch sicher sein. Hier spawnt eigentlich nichts. Zumindest war das bisher so. So, wunderbar. Der Raum ist sicher. Da liegt doch... Nee, das ist kein Sniper. Die irritieren mich teilweise. Gar keine Sniper im Moment. Wunderbar. So, auch keiner drin. Und... auch keiner drin. Wir sind erstmal sicher und können nach Herzenslust plündern. Ah, doch kein Magazin. Ein PCB. Das nehmen wir mit. Was bist du eigentlich für ein Kaliber? Okay. Bist du gut? Bist du schlecht? Ich nehme dich mit. Oh, zwei Intel-CPUs. Ja, damit läuft das System auch nicht stabiler. Und wir haben eine Rolex. Eine Ghoul-Maske. Kann man die anziehen trotz... Nee. Inkompatibel mit meinen Kopfhörern. So, die Rolex, was tauschen wir? Morphin geht nach oben, Rolex geht nach unten. Oh komm, Ghoul-Maske kommt mal rein, bis wir was Besseres finden. So. Was haben wir hier, was haben wir hier? PT-Kabel braucht man anscheinend. Ist markiert fürs Hideout. Dann vertrauen wir dem Spiel da mal. So, ich glaube, das ist auch relativ wertvoll. Wo hast du es dir hingesteckt? Ah, da unten. Ja, das sah aber größer aus. Nee, dann irre ich mich vielleicht. Hab die Preise jetzt von Waffenteilen nicht unbedingt im Kopf, einfach weil es viel zu viele sind. Dorm 206, das könnte auch Aquarius sein. Das sind leider keine echten Players. Wir brauchen ja noch die Elite. Bulls. Die sind immer heiß begehrt bei mir. An der Tasche war ich, oder? Och, werd ich schon senil? Dann war ich aber an der noch nicht. So, was ist drin? Toilettenpapier. Immer her damit. Falls wieder so ein Virus kommt wie Corona. Haben wir schon mal ordentlich gehamstert. Ist das nicht schön? Und Croutons in der Jackentasche. Erinnert mich sehr an meine Jacke. Also immer noch kein Sniper. Ah, jetzt kommt her, Elite Players. Nee, das nicht. Duct Tape nehme ich aber mit. Und nochmal. Was? Das ist ein Bier, Bär.
Normaler Scav klingt nicht so tief. Den erschossen. Merkwürdig. Merkwürdig. Soll uns jetzt nicht vom Looten abhalten, was wir hier nochmal finden. Da waren wir noch nicht fertig. Schon. Wird einfach nichts. Das ist definitiv ein Bär. Oh, wieso habe ich davon Rückstoß bekommen? Ich sehe leider nichts. Ich höre aber. Auf der Treppe? Bin ich blind? Ich bin blind, aber... Wo ist der? Boah, jetzt bin ich erst recht blind. Dann wart mal einfach. An den besseren Winkel. Komm schon. Offenbare, was in dir steckt. Oh, AWL. Auch sehr wertvoll. 26.000 bis zu ist das wert. Glaube ich. Ich sehe leider nichts. War der draußen? Er könnte auch draußen gewesen sein. Da oben sehe ich immer noch nichts. Merkwürdig. Hat auf jeden Fall auf mich geschossen. Weniger als ein halb. Habe ich da keine Munition reingetan? Okay. Sind wir nicht gut gerüstet? Das ist auch passende Munition. Oh, weniger Recoil und größere Accuracy. Penetration. Oh, steht sogar dran, ob die gut sind oder nicht. Also die wären relativ in Ordnung, so wie ich das sehe. Rennen wir oder was machen wir? Oh, hab mich schon entschieden. Ja, immer noch die Fußstäpfchen. Das war ein normaler Scav jetzt. Das waren auch normale Scavs. Kommt noch einer? Wir sollten ja nicht so viel davon töten. Kurz mal anfassen. Anfassen. Wer hat wieder einen guten Rucksack? MP133, ach, die müssen wir modifizieren. Scheiße, kriege ich jetzt nicht rein. Kommt noch einer? Ich glaube, wir gehen hier einfach weg. Sonst kriegt man eine Penalty mit Scav. Mit Fans. Ja, ich mag eigentlich die Chuck. Armor, die. Ach, was soll's. Wir gehen hier weg. Müssen eh die Quest erledigen. Haben wieder zu viel Feinde angelockt. Vielleicht war das auch kein Bär und ich habe mich geirrt. Der klang halt so tief. So. Auf zur Quest. Gut, hier sehe ich erstmal nichts. Das ist immer schön zu sehen, wenn man nichts sieht. Zumindest was Feinde angeht. So. Dann hoffen wir mal, dass der Boss jetzt nicht gerade bei der Tankstelle ist. Ah, vielleicht sollte ich davor nachklicken.
Boah, kann nicht schaden. Wrong Ammo Type. Mal 45 und das ist mal 39, scheiße. Ich wusste doch, da passt was nicht. Weiter geht's. Hinter mir. Hinter mir ist wichtiger. Granate. Fuck, lass mich doch in Ruhe. Boah, leck mir am Socken. So viel zu nicht viele Skeffs töten. Granate. Klang wie eine Granate. Leck mich am Arsch. So, Afak nach oben. Ah, jetzt gehen wir über Old Guess. Wir haben aber wenig Munition, werd nochmal nachklicken müssen. Ihr kennt es ja. Ich mag Afax. So, in Sicherheit und Magazine sind komplett leer. 14 Schuss haben wir noch. Hätte ich mal eine Pistole mitgenommen. So. 7 extra. Morphin. Rein in den guten Körper. So. Ob wir die Quest noch hinbekommen, keine Ahnung. Wir probieren's. Das sieht jetzt hier gut aus. Unterwegs bisschen verarzten. Sniper ist drauf. Hier mit Page Up mal erhöhen. Scheiße. Gerade in dem Moment. Jetzt ist er tot. Ah fuck, ich habe ja kaum Munition. Ups. Upsi. Und noch eigentlich so viele Skeffs vor uns. Jetzt spawnen sie wieder alle. Gestern war kaum jemand zu sehen. So, ich sollte nicht zu schwer sein. Gut. Sicher unten. Und ja, Saliva. Kann sein, dass jemand in der Tankstelle ist. Wir gehen trotzdem mal weiter. Ich heile mal noch mal kurz. So, ein Bein sieht doch wieder ganz fein aus. Hier ist auch immer Medizinspot und das ist der Giving Tree. Da kann jedes Item spawnen. Bis jetzt habe ich da meistens nur Mist gefunden. So, dann nehmen wir das jetzt auf die 4. Ein Splint brauche ich gerade nicht, aber danke fürs Angebot. Und noch Stash. Das vom Stash kommt in die Dash. So. Läuft doch gut. Bis auf das Munitionsding bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also bis auf, dass wir gleich keine Munition mehr haben. Meine Ausdauer ist aber wieder blank. Wir können natürlich in Fortress schauen, ob wir Munition finden. Hinten und oben. Wenn dann Boss ist, immer eh tot. Komm schon. Papa braucht Munition. Hat zu viel daneben geschossen. Alles leer gelootet. Ja, hier noch ein bisschen. Da liegt keine Munition drin. Der Ash wäre wahrscheinlich ganz okay gewesen.
Ich höre was. Magst nicht, dass ich hier was höre? So. Vielleicht findet man ja was. Vielleicht sehen wir auch noch was. Ah, lass mal das an. Weiß nicht, ob die Bots auf Licht reagieren. Ich dachte, früher lag hier haufenweise Munition. Die Kisten sehen zwar alle verlockend aus. Und da bin ich gerade nicht auf der Suche. PBM ist gut. PP passt wahrscheinlich auch nicht rein. Schauen wir mal, ob der PP passt hier. Ne. Auch hier mal 39 und hier mal 45. So, hier sehe ich immer noch nichts. Das ist gut. Mehr oder weniger. Komm schon, hier hat man doch öfter Munition. Okay. Da meint jemand ernst, hat auf uns geschossen. Frage ist, ob er da war. Sehe nix. War wahrscheinlich irgendwo hier. Sehe auch nichts. Na gut, dann rennen wir. Rennen! Also irgendwie höre ich Phantomen. Das war jetzt eine Krähe. Oh je, muss mich nochmal heilen. Schüsse. So, wir sind... Boah, die gehen aber nicht auf mich. Da ballert noch jemand anderes. Wir sind gleich am Missionstruck. Mehr oder weniger gleich. Und dann können wir raus bei Ruaf. So. Vielleicht sitzt da oben einfach noch ein Sniper. Scheiße, da hinten ist auf jeden Fall einer. Und da ist der Sniper. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ich glaube, da ist der Truck. Seite. Ja, so schließt man ein Fahrzeug auf. Jetzt mach schon. Da unten. So, jetzt müssen wir es nur noch zum Ausgang schaffen. Ui. Hätte ich nicht gedacht, dass man das irgendwie überleben. Mal schauen, ob Fans jetzt sich beschwert, dass paar zu viele Skes getötet worden sind. So. Ja, wahrscheinlich. Penalty for killing Skes. Aber hey, Level 10, wunderbar. 5 Level noch, dann haben wir den Flohmarkt. Wenn wir den Flohmarkt haben, dann wird das Spiel erst richtig offen. So, wir haben jetzt richtig viel Zeug. Das mal kurz mal hier reintun. Viel davon könnten wir eigentlich verkaufen, aber wir werden eh viele, viele Junkboxen am Ende haben. 8 Stück oder so. Ja, ich habe schon mal angedroht, dass ich hier sehr sammlungsaktiv bin. Die Rolex packt mal auch mal da rein. Aktuell haben wir ja keine Geldprobleme. Saliva nehmen wir einfach mit. PBM ist wertvoll. Zumindest wertvoller. PP ist mir egal. Kommt auch mal da rein. Dorms 206. Braucht man, wie gesagt, für Aquarius. Bin mir fast sicher. Und die Ghoulmaske, ja, die ist nicht so selten. Kennt man eigentlich auch
verkaufen. So. Magazine müssen nachgeladen werden. Oder ausgetauscht. Oder ausgetauscht. Hier haben wir ja noch Magazine, die schön gefüllt sind. So. 7 raus. 24 raus. Ist auch noch unterschiedliche Munition. Ja, wird schwerer, die mitzuführen. So. Magazin, Magazin, Magazin. Und dann hätte ich tatsächlich ein bisschen was zum Nachklicken. Boah, ist das voll hier. Verschieß mal erstmal die schlechte RRLP. Oder je nachdem schlecht. So gut wird sie nicht sein. Weil wir sie kaufen können. So. Die machen wir als erstes platt. Dann könnt ihr ja, ja, auf den Scheiterhaufen, auf den Stapel mit euch. So, das passt, das passt, das passt. Saliva, bevor wir es verlieren, da unten hin. Noch Handbuch. Und jetzt, bevor wir wieder reingehen und sterben, unbedingt die Quest abgeben. Oder zumindest die Uhr könnte man auch in so ein Zwischending, Zwischeninventar reintun. Ansonsten wäre sie weg, wenn wir sie mitnehmen und dann draufgehen. Ja, ja. Schankedön. Wir müssen jetzt 15 Skeths of Wood töten und schalten frei. Die gute Body Armor. Die können wir bei ihm kaufen. Und eine Lebediev Pistole. Die kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Obwohl PL-15. Vielleicht. Nur nicht mit dem Lebediev. Und Delivery from the Past. Okay, da müssen wir obtain the secure folder in Tacons Director Office at the Customs Terminal, also in Big Red, brauchen wir einen Director's Key und stash the package in the Break Room. Okay, und Factory. Das heißt, das ist die erste komplexere Quest. Wir müssen was aus Customs nehmen und dann in ein Raid gehen und es dann platzieren. Da müssen wir mehr überleben als sonst. Wir haben wieder eine SKS bekommen. Das gefällt mir. Ansonsten haben wir doch Jäger irgendwas Tolles noch freigeschalten. Ich weiß es nicht. Punkt 50er Kaliber AE Hawk JSP. Da weiß ich tatsächlich nicht, was das verschießt. Einen vollen Benzinkanister können wir haben. Kompass haben wir bekommen. Rangefinder brauchen wir gerade nicht. Docktake Case. VHS und so eine Multifunktionslinse. Nee, was ist das? Military Flash Drive. Achso, ich dachte, das wäre so eine Kameralinse. Okay, das Military Flash Drive. Haben wir vielleicht Chancen auf Lighthouse oder Reserve? Ansonsten ist das halt hier mein Schrotflintenkumpel. Level 13 können wir erstmal Therapist upgraden. Dann bekommen wir, glaube ich, einen Medical Case. Beziehungsweise können uns das kaufen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Hier, ja, RLP ist nicht so wichtig. Kommt nur ein Stack unten rein. Ansonsten habe ich Hunger und habe ich Durst. Das heißt, ich würde wahrscheinlich noch eine Loot-Runde kurz auf Wutz machen und das so zusammencutten, dass ihr wirklich nur die Highlights seht. Nicht mal im Zeitraffer, sondern wirklich nur das Interessanteste. Also next Woods und los geht's. Ah, da mache ich schon eine Loot-Runde und dann nehme ich den kleinen Rucksack. Naja, war auch schon mal weniger dämlich. Aber nicht oft. So, das passt, das passt. Kompass war was nochmal? VB? Nee, U? Nee, B ist ja Feuermodus. Oh. Keine Ahnung. Wir sind beim Skeff Village gespawnt. Da ist die Brücke mit dem Vehicle Exit. Da ist das Skeff Village. Kriegt man vielleicht die Elite Players mit raus? Oh, PMC. Oder war das ein Skeff? Boah, ich glaube, das war nur Skeff. Scheiße, ich weiß nie, wo die hinfallen. Bin hier immer so blind im hohen Gras. Hier unter dem Ding spawnt teilweise wertvoller Loot. Teilweise nicht.
Es ist PBBS. Was? Das ist richtig, richtig gute, teure Munition. So, wo ist der arme Trottel hingefallen? Ein bisschen weiter nach links wahrscheinlich. Fuck, da war doch sein Laser, oder? Da hinten hat auf jeden Fall jemand Laser. Shit. Ich darf doch nicht so viele Skeps töten, ich Idiot. Hätte auf den ersten schon nicht schießen sollen. Mann, der sah so aggressiv aus. Ich versuche mich zu bessern. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der andere hingefallen ist. Glaube, ich hätte initial nicht draufschießen können, dann hätten sie mir vielleicht auch nichts getan. Elite, genau die braucht man. Karlock raus, Elite rein. Dann können wir schon das nächste Ding im Hideout machen. UV-Lampe. Schritte. Und Glühbirne. Und Nüsse. So, was haben wir hier? PBBS aus Sprinkler. Sehr wertvoll, sehr wertvoll. Nehmen wir alles mit. Lieber auf die 4. Rein in die gute Stube. Oh komm, reagier doch, Tür. Kondensmilch. Zucker. Pass es nicht, dass die nicht mehr aufgeht. Da war ein so guter Tischspawn eigentlich drin. Also Grafikkarten und Ding. So, diese Military Filters, diese ganz wertvollen, teilweise kosten die 500.000 auf dem Flea. Boah, gutes, gutes Zeug. So, zwei Häuser müssen wir noch machen und dann können wir eigentlich schon wieder raus. Das ist Nummer 2. Skeff da hinten, interessiert mich gerade nicht. Solange man nicht umschießt. Und schauen. Mehr Glühbirnen. Also nochmal Pliers, da ist Xeno und der Schuss. Den Schuss nicht gehört. Da ist nochmal Zucker. Devastator. So ist. Oh, EWS, dafür können wir, glaube ich, einen Salva eintauschen. Beziehungsweise gegen das Ding kriegen wir einen Salva. Hier ist Aquamari. Hier ist nix. Unterm Bett liegt teilweise was, muss man sich immer hinlegen. Sieht man dann so einen weißen Marker? In dem Fall nicht. Bisschen Rubel. So. Apropos Essen, würde ich mir, glaube ich, gleich reinpfeifen. Grizzly. Alles nutzen. Wunderbar, Wasservorrat und Wasserbedarf ist erstmal gestillt. Ich denke aber, wir finden noch eine MRE oder sowas. Wenn wir nicht davor erschossen werden. Spawn Relay, warum nicht? Na, normalerweise könnt hier auch eine Lootbox spawnen. Eine Werkzeugkiste. Ist aber nicht. PMC, oder? Also zumindest ist der tot. So, nachladen. Ja, jemand hier drin? Jo, gut. Ja, gar nichts in dem Raum doch hier. US-Munition, wohl nicht. War die falsche Tür. So, ein Däschchen. Und was haben wir drin? Eistee. Guter alter Eistee. Rattencola. Keine Granatenkiste hier, schade. Zucker.
dann noch hinten in den Schuppen und dann kann er raus. Lever, Vmax, FMJ. Master-Ding und noch eine AWL. Was haben wir hier? Comtech, AA und wieder so ein Xeno oder Schuss. Lix. Das war's so ziemlich. Nichts Essbares gerade gefunden. Ja, die heißen irgendwie Vmax, nehme ich mal mit. Keine Ahnung, was die tun. Whisper sind, glaube ich, nicht so gut oder extrem gut. Eins von beiden. Duct Tape und D-Batterie. Ja, was weiß ich. Nehmen wir mal mit. Und raus hier. Beziehungsweise, was war das Freundchen hier? Noch was für uns. Ich weiß, ich bin wieder gierig. Aber muss man in dem Spiel ja auch sein. Was hast du denn da? Mule nehme ich. Und Apfelsaft. Sehr gut. Richtung Exit. Apfelsaft. Ich glaube, Mule sind die Dinger, wo man extrem viel tragen kann für eine ganze Weile. Heißt ja Maulesel auf Englisch Mule. Werd angeschossen. Mag's nicht, angeschossen zu werden. So. Hier trifft er uns schlechter. Und wir hören, wenn er kommt. Na, ja, das war doch ganz ordentlich. Nur 3 Skess erledigt. Penalty, ja. So. Ich würde dieses Unheard-Ding wieder rausmachen. Ich kann in einem Raid eh nicht wirklich unterscheiden, so. Zumindest auf die Schnelle, was ist ein PMC, was ist ein Skeff. Und, oh, knall ich halt die Skess ab. Und wenn ich als Zweiter schieße, bin ich in der Regel schon tot. Deswegen nehmen wir das mal raus. Ich meine, die Idee ist nett, aber da bin ich mir einfach nicht sicher. Na gut, dann müssen wir Munition noch kurz verorten. PBS, PBS. Elite brauchen wir jetzt gleich. Security is ready. Das höre ich gern. So, wir haben eine Däsche mit Zucker und Aljonka. Da kommt der Zucker jetzt auch rein. Wie viel haben wir denn gefunden? 3 Stück. Gar nicht schlecht, aber das geht noch deutlich besser. Der Rubel rollt da nach unten. Mule zu den anderen 2. Irgendwann müssen wir die auch im Raid finden, deswegen sollten wir zumindest die nicht verbrauchen. Ja, kann man auch Master. Haben wir schon Master? Ja, 2 Master braucht man eigentlich nicht. Na gut, haben wir jetzt aber hier auch die AWL. Kommen da rein. Vmax. Keine Ahnung, was das ist. Punkt 300 Blackout. Ja, gegen Armor 2 ganz gut. Für den Rest ist es scheiße. Verkauf mal. Die Batterie, Rattencola, Duct Tape, Eistee. Das sieht man auch auf. AWL. So, das sieht doch schon viel geordneter aus. Du kommst nach unten, du kommst wieder da rein. Grizzly behalten wir mal im Inventar. Solange das Saliva gut ist, nehmen wir das auf. So, wieder auffüllen. So, jetzt müssten wir eigentlich nur noch was essen und sind sogar wieder soweit. Jo, einfach so eine MRE. Schmeckt das mittelmäßig, kann ich mir vorstellen. Ah, wunderbar. Dann sind wir gerüstet fürs nächste Mal. Ich denke, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.